Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind eben mit der Deutschbergbahn hochgefahren und fahren rüber auf die andere Seite. Nach Saalbach hintergehen. So werden wir das machen, bis dann. Mit der Regmus Nord 1 und 2 sind wir jetzt hochgekommen und fahren jetzt in Richtung Saalbach diese Piste hinunter. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Hochhörnl. Ja, Sonne scheint, die Pisten sind gut. Es sind auch noch nicht so viele Leute unterwegs. Ja, die Pisten sind gut in Schuss. Also gepflegt. Alle Achtung. Passt sehr gut. Mit dieser Bahn sind wir jetzt hochgekommen und fahren dann die 122 runter. Und jetzt geht's los. Sehr gut fahren hier. Wunderbar. Pisten, wunderbar. Alles schick hier. Eben ausgestiegen. Jetzt stellen wir fest, dass es hier mollig warm ist. 4 Grad wurden hier angezeigt. Ja, jetzt können wir uns aussuchen, ob wir Richtung Hinterglemm fahren oder Heckmoos und so weiter. Hochgefahren und fahren jetzt die 87 hinunter. Wir sind eben mit der G3 hochgefahren. Weiter gucken. Die 147 sind wir jetzt von da oben runtergefahren und die letzten Meter bis zur Talstation der Bernkugelbahn schaffen wir dann auch noch. Ja, herrliches Panorama hier. Schau dir mal die Bäume an, die wachsen ja immer schön gerade nach oben. Ne? Ja. Und wenn man sich das mal so ansieht, wie die Bäume stehen und wie die Neigung der Piste ist und das für eine blaue Piste, dann ist das schon überraschend. Das ist nämlich schon ziemlich rot hier. Aber na gut, wie auch immer. Unser Skitag geht dem Ende entgegen. Wir sind jetzt vom Reiterkogel die 87 runtergefahren, die dann in die 125 übergeht. Das ist eine rote Piste, zum Schluss recht steil. Aber immer noch machbar. Ja, ein bisschen eisig ist hier auch, da ist.
Und jetzt fahren wir Tirol S1 hoch und Recmos werden wir sicherlich auch fahren. Ja, Recmos Süd müssen wir dann hochfahren. Recmos Süd, genau. Und dann fahren wir noch mal ein bisschen die Pisten ab. Aber wird nicht mehr so heftig werden wie heute den ganzen Tag hier. Ja, bis dann. Ciao. Wir waren heute in Hinterglemm und sind jetzt auf dem Rückweg nach Fieberbrunn. Das Wetter ist diesig geworden. Jetzt sind wir gerade die Recmos Nord und 1 und 2 gefahren. Und ja, jetzt geht es hinunter zu Streuböden und Fieberbrunn. Kurz vorm Ziel sind wir jetzt da. Ja, wir sind auf der blauen 102 an der Streubödenbahn. Ja. Und da fahren wir jetzt runter. Nicht so schnell wie du jetzt hier. Das ist unsere letzte Abfahrt. Genau.